Eine Uhr im Review vorzustellen, ist eine Momentaufnahme. Ob einem eine Uhr gefällt oder nicht, zeigt sich in der Regel erst, wenn man sie länger getragen hat. Aus diesem Grunde ist dieses Video eine Art Videoblog, ein Vlog. Eine Woche lang die Uhr am Arm, morgens ein kurzes Statement, abends ein kurzes Statement, zwischendrin eine kleine Aufnahme meines Alltags. Und ich bin gespannt, ob mir die Uhr nach 7 Tagen noch genauso gut gefällt wie am Anfang oder ob sich über die Zeit etwas verändert hat. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, dieses Video ist mein erster Vlog, mein erster Videoblog. Wenn euch das gefällt, mache ich das gerne weiter. Falls es euch nicht gefällt oder so, lala, oder kann man machen, braucht man aber nicht, dann mache ich das nicht, dafür ist es mir zu aufwendig. Lasst gerne einen Kommentar da und jetzt freut euch auf mein 7-Tage-Tagebuch und was ich mit der Uhr so getrieben habe. Tag 1, das Paket ist angekommen. Dann machen wir es einmal auf und gucken, was denn da so Gutes drin ist. Ja, gut verpackt ist es mit der typischen Steinhardtbox. Wunderbar, alles dabei. Hangtag ist auch dabei. Das Seitenpapier und da ist das gute Stück. Dann kann jetzt der Tragetest losgehen. Man muss auch schon mal Glück haben. Das Band passt wie angegossen. Ich muss nichts verstellen und die Uhr ist am Arm. Somit beginnt der einwöchige Tragetest. Das Armband passte perfekt. Ich habe nur entsprechend meiner persönlichen Präferenz eine asynchrone Verteilung des Bandes vorgenommen, sodass die 6-Uhr-Position deutlich kürzer ist und die Kopflastigkeit der Uhr nicht dazu führt, dass die Uhr über das Handgelenk rutscht. So, es ist 20 nach 11. Der erste Tag ist rum. Die Steinhard ist am Arm gewesen seit heute Vormittag. Und was kann ich sagen? Also zum einen 4 Punkte möchte ich ansprechen. Die Steinhard trägt sich wesentlich angenehmer, als ich die 42 mm Version in Erinnerung habe. Die Uhr ist deutlich schwerer, als sie auf den ersten Blick aussieht. Das Stahlband, was sich von 20 mm am Anstoß zu 16 mm an der Schließe verjüngt, trägt sich unglaublich angenehm. Über die Optik kann man natürlich getrennter Meinung sein. Und der vierte Punkt ist, ich mag nach wie vor die Optik von Datumslupen nicht, weiß aber mittlerweile die Funktion wirklich zu schätzen. Ja, das war Tag 1 meiner Woche Steinhard am Arm. Die Uhr bleibt 24 Stunden am Arm zum Duschen, Schlafen. Sie wird nicht abgenommen und am Ende der Woche werde ich dann ein Fazit ziehen. Und für alle, die es gerne wissen möchten, warum ich gerade zur Seite gucke, da ist mein Hund. Es beginnt Tag 2 meines 7-Tage-Tests meiner Steinhard. Ihr seht sie hier. Am zweiten Tag wird meine Uhr in aller Regel gestellt und zwar nach einer Funkuhr. Am ersten Tag trage ich die Uhr immer nur ganz grob gestellt und am zweiten Tag wird sie genau gestellt. Was kann ich nach der Nacht sagen? Die Uhr leuchtet wirklich super, hat eine blaue Leuchtmasse und ich konnte sie die ganze Nacht über ablesen. Das Ziffernblatt ist natürlich ein kleines bisschen kleiner bei 39 mm mit Drehlünette, aber es hat ausgereicht und ich konnte sie bis heute Morgen in die frühen Morgenstunden problemlos ablesen. Ja, auch beim Gassigang im Grünen am Tageslicht macht die Steinhard eine gute Figur. Der Hund kümmert sich überhaupt nicht um die Uhr, insofern stört es auch den Hund nicht, dass ich eine neue habe.
Ja, der zweite Tag ist um. Ich habe die Steinhart immer noch am Arm. Sie ist also nicht abgefallen und sie gefällt mir auch immer noch gut. Was ich allerdings feststellen muss, ist, dass der Boden relativ dick ist und dadurch die Uhr ein klein wenig hochbaut, was auch durch das Profil der Seitenflanke nicht ganz kaschiert werden kann. Und die Hörner stehen, wenn die Uhr über das Handgelenk rutscht, doch ein klein wenig ab. Durch die 39 mm stört es mich nicht so sehr wie bei den 42 mm, aber insgesamt habe ich persönlich eine Vorliebe für etwas andere Gehäuseformen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie bleibt und auch relativ viel Tragezeit bekommt. Es ist 6 Uhr morgens, das ist so überhaupt nicht meine Zeit. Es regnet leicht, es wird ein hoffentlich nicht ganz so heißer Tag und ich habe eben die Abweichung meiner Steinhart überprüft. An der Funkuhr konnte ich keine einzige Sekunde Abweichung sehen. Tja, was ist mir noch zu der Steinhart aufgefallen, als ich heute Morgen mir die Uhr angeguckt habe? Die Krone ist nicht so scharfkantig, wie ich es von anderen Uhren kenne. Man kann sie auf- und zuschrauben, aber sie rutscht ein klein wenig durch, also nicht ganz so komfortabel. Und der Drehring lässt sich nur mit relativ viel Kraftaufwand drehen. Die Riffelung ist nicht so griffig wie bei anderen Taucheruhren. Das zeige ich euch heute über Tagohr nochmal in einem separaten Clip. Meine Videos schneide ich am iPad, wie ihr hier sehen könnt. Und auch dabei ist die Steinhart am Arm und wird nicht abgenommen, stört nicht. Alles perfekt und weiter geht es im Tragetest. Und wieder geht ein Tag zu Ende. Die Steinhart ist immer noch am Arm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich überrascht, wie viel Uhr man da für relativ kleines Geld bekommt. Heute über Tag habe ich festgestellt, dass das Glas nicht 100% plan eingesetzt ist. Auf der 11 Uhr Stelle steht es einen Bruchteil eines Millimeters weiter hervor als auf der 5 Uhr Stelle. Ich habe versucht, das im Bild ein kleines bisschen einzufangen. Man merkt es aber nur, wenn man mit dem Finger drüber fühlt. Sehen tut man es eigentlich nicht. Aber bei dieser Preisklasse der Uhr kann man da, denke ich, fast drüber hinwegsehen. Ich muss wirklich sagen, ich bin positiv überrascht. Und werde dazu morgen auch noch ein klein wenig mehr sagen. Ja, Tag 4 meiner einwöchigen Tragezeit. Es ist 7 Uhr morgens. Ich habe die Steinhart am Arm. Ich habe die Zeit gerade kontrolliert. Die Uhr hat jetzt 2 Sekunden verloren innerhalb von 24 Stunden, was für mich absolut im grünen Bereich ist. Und ich muss sagen, die Uhr trägt sich wirklich, wirklich sehr angenehm. Auch wenn ich mich mit der Gehäuseform aus einigen Blickwinkeln, die ich euch hier einblende, nicht anfreunden kann. Aber die 39 mm Version ist viel, viel, viel angenehmer am Arm als die 42 mm Version bei mir. Ich bin also wirklich insbesondere für den Preis der Uhr echt positiv angetan. Wenn man bedenkt, dass die Uhr neu 395 Euro kostet und ich sie gebraucht für 250 Euro erworben habe, da muss man ganz ehrlich sagen, zu dem Preis findet man nicht viele Uhren ähnlicher Qualität. Wie ihr sehen könnt, sind meine Uhren im Alltag wirklich harten Herausforderungen ausgesetzt, die dann auch im Nachgang nicht besser werden. Wasserdicht müssen sie sein. Eine Uhr, die nicht wirklich wasserdicht ist, ist nichts für mich. Wir haben 9:15 Uhr am vierten Tag und ich habe die Steinhart immer noch am Arm und bin sehr begeistert. Wobei ich heute tatsächlich zum ersten Mal den Wunsch hatte, die Uhr zu wechseln. Und da kam ja meine Laco Frankfurt GMT in den Sinn. Aber die Steinhart bleibt am Arm und das meine ich absolut positiv. Ich bin gespannt, wie die nächsten 3 Tage weitergehen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag. Wir haben 20 Minuten vor 10. Die Steinhart an meinem Arm geht 4 Sekunden nach, also verliert 2 Sekunden am Tag, was für mich vollkommen okay ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das tägliche Filmen geht mir etwas auf den Keks. Lasst doch bitte in den Kommentaren unten
eure Bewertung, ob euch das Video gefällt, ob euch das Format gefällt. Dann mache ich das eventuell weiter. Wenn es nur so lala ist, ist mir der Aufwand zu hoch. Tja, was steht heute auf meinem Programm? Ich werde heute das komplette Review der Steinhardt filmen. Ich werde ein bisschen an meinem Mountainbike schrauben. Und die Klickpedale abnehmen und gegen normale Krallenpedale ersetzen, damit ich mit dem Hund auch durch den Wald radeln kann. So sieht das Setting aus, wenn ich die Reviews mache. Ein Lichtzelt, das Stativ, mein Handy und die entsprechende Location. Ja, hallo, es ist kurz nach 7, die Steinhardt ist am Arm. Ich bin auf der vorletzten Hunderunde und wollte nur kurz noch einen Eindruck loswerden. Anders als bei ganz, ganz vielen Uhren habe ich jetzt in 5 Tagen nicht ein einziges Mal das Bedürfnis gehabt, das Stahlband gegen ein Lederband oder ein anderes Band zu wechseln. Das spricht ganz eindeutig für die Steinhardt. 11 Uhr, letzte Hunderunde, Steinhardt bei Kunstlicht und Nacht, so sieht es aus. Es ist Sonntagmorgen, der 6. Tag. Meine Steinhardt ist nach wie vor am Arm und ich denke, es ist Zeit, ein erstes kleines Zwischenfazit zu ziehen. Die Optik der Seitenflanke gefällt mir nicht, das habe ich mehrfach gesagt. Damit werde ich nicht richtig warm, aber die Uhr ist am Arm extrem angenehm und ich denke, sie bleibt auf jeden Fall oder wird vielleicht auch mal durch die Double Green mit grüner Lünette und grünem Blatt oder aber durch eine GMT mit Pepsi-Lünette ersetzt. Mantrailing. Und such! Such! Komm! Ja, es ist 20 vor 7, Tag 6 meines Versuch's eine Woche Steinhardt am Arm. Die Steinhardt ist noch am Arm und ich habe heute zum allerersten Mal andere Bänder dran getan, das Stahlband runter, habe einige Lederbänder dran gemacht und wer mich kennt, weiß, dass das relativ spät ist. Normalerweise passiert das am ersten oder zweiten Tag, jetzt hat es 6 Tage gedauert. Man kann andere Bänder dran machen, die Uhr hält das aus, aber die Steinhardt ist eine der ganz wenigen Uhren, bei denen ich tatsächlich das Stahlband vorziehen würde. So, wir haben Montag, wir haben 10 nach 7, die Steinhardt ist am Arm, es ist der letzte Tag meiner Woche Steinhardt am Arm. Ich bin froh, dass die tägliche Filmerei vorbei ist und heute Abend gibt es ein ausführliches Fazit und ich bin selber überrascht von der Uhr und werde das heute Abend etwas ausführlicher darlegen. Die 23. Woche im Homeoffice, so sieht das bei mir aus. Extra neue Tastatur, neuen Rechner, neuen Bildschirm, neue Maus, alles neu gekauft, neuen Stuhl. Und neue Uhr, Homeoffice 2020. So, wir haben Montag, es ist 20 nach 5. Die Steinhardt ist am Arm, so wie es sich gehört. Und der Tragetest von einer Woche ist jetzt am Ende, mein letzter Tag. Zeit, ein Fazit zu ziehen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich auch nichts vergesse. Mir sind im Wesentlichen 3 Sachen aufgefallen, die mir nicht ganz so gut gefallen. Das eine ist die Gehäuseform, das habe ich mehrfach erwähnt. Das ist aber eine reine Geschmackssache von mir und das kann jeder anders sehen. Mir gefällt diese Gehäuseform nicht so gut, ich habe andere Gehäuseformen lieber. Zweitens, das Glas ist nicht ganz plan eingesetzt. Ich hatte das in einer Sequenz gezeigt. Auf der 11 Uhr Stelle steht es etwas höher vor als auf der 5 Uhr Stelle. Man sieht es nicht wirklich, aber man kann es mit dem Finger fühlen. Finde ich nicht ideal. Würde ich mir auch in der Preisklasse um die 400 Euro wünschen, dass das besser gelöst ist. Und die Ausrichtung der Lünette, also die Beschriftung der Drehlünette, des Drehrings und der Minuterie auf dem Ziffernblatt, stimmt nicht 100% überein. Das ist aber ein relativ bekanntes Problem. Das haben günstige Seikos, genau wie einige Steinhardts. Das wiederum finde ich in der Preisklasse okay, nicht überragend, aber okay. Das waren so die 3 negativen Punkte, die mir aufgefallen sind, von denen ich aber einige erwartet habe, wie zum Beispiel das mit der Lünette. Was war für mich überraschend bei der Uhr? Überraschend war ganz klar das Gewicht. Die Uhr ist deutlich schwerer, als sie aussieht, was ich aber als positiv empfunden habe, weil sie eine Präsenz am Arm hat, trotz ihrer geringen Größe, ohne dabei an Tragekomfort einzubüßen.
Ja, was ist mir noch aufgefallen? Ich kann mit einer grünen Uhr im Alltag umgehen. Ich bin ja sonst nicht so der Typ, der mit großen Farben experimentiert und war etwas verhalten kritisch, ob ich mit einer grünen Uhr im Alltag wirklich glücklich werde. Es geht wunderbar und ich glaube, es könnte sein, dass ich anfange, an Farbe Gefallen zu finden. Was war positiv an der Uhr? Positiv, ganz klar die Größe. 39 mm sind eine ideale Größe für mich. Die Uhr trägt sich super angenehm. Wenn man sie am Arm hat, vergisst man sie, obwohl sie relativ schwer ist, extrem angenehm und komfortabel zu tragen. Die Leuchtkraft ist toll, mir gefällt die blaue Lume und sie ist auch langanhaltend und die ganze Nacht super ablesbar. Die Schließe ist massiv, finde ich klasse. Auch das Band insgesamt von 20 auf 16 mm, toll, trägt zum Tragekomfort bei und mir gefällt auch die Optik. Ebenfalls finde ich sehr gut, dass die Anstöße nicht wackeln. Man hat es oft bei massiven Anstößen, dass es ein minimales Spiel gibt und die Anstöße wackeln. Ich habe das bei einigen Sinnuhren gezeigt. Hier gibt es überhaupt kein Spiel und die Anstöße passen sehr gut und sehr stabil. Zur Ganggenauigkeit kann ich sagen, ich habe über 5 Tage die Zeit gemessen. Die größte Gangabweichung lag bei -2 Sekunden, die kleinste bei ±0 Sekunden. Über die 5 Tage hinweg habe ich eine durchschnittliche Gangabweichung von -1 Sekunde, was für mich absolut im tiefgrünen Bereich ist. Tja, mein Fazit. Es ist eine absolut tolle Alltagsuhr, die Steinhardt Ocean 39. Die macht alles mit. Ich würde diese Uhr jedem empfehlen, der eine Uhr braucht, wo er nicht so hundertprozentig auf die Uhr achten kann oder will und trotzdem etwas am Arm haben möchte, was optisch und funktional Freude macht. Preis-Leistungs-Verhältnis ist super, habe ich mehrfach erwähnt, muss ich nicht nochmal großartig ausführen. Und ich glaube, die Uhr bleibt bei mir. Und sie bleibt so, wie sie ist. Ich hatte in einigen Sequenzen überlegt, sie eventuell aufzurüsten gegen eine Double Green oder mit einer Keramiklünette oder die GMT mit der Pepsi-Lünette. Nein, ich behalte die, die ich habe. Denn gerade weil ich sie recht günstig erworben habe und gerade weil sie Spuren hat, ist sie für mich eine wunderschöne Uhr, die ich tragen kann, wenn ich nicht so genau darauf achten möchte. Denn sie hat schon Spuren. Ich muss mir wegen einer 2., 3., 4. Spur keine Gedanken machen. Und abgesehen davon mag ich auch das Farbspiel. Das waren die Notizen, die ich gemacht habe. Das war das Fazit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn euch dieser Tragetest, das Vlog gefällt, lasst gerne einen Kommentar unter dem Video. Dann mache ich das mit anderen Uhren vielleicht noch einmal. Wenn ihr sagt, brauche ich nicht wieder oder naja, war ganz schön, aber hat keinen Mehrwert, schreibt das bitte auch rein, dann mache ich mir die Arbeit einfach nicht mehr. Bis dahin, tschüss, euer Axel.